Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Last Day on Earth. Ich wollte einfach mal so wieder aufnehmen, so halt ein bisschen eigentlich ein Special, eine Stunde Video, aber von das lohnt sich noch nicht, da ich noch nicht so viel über dieses Spiel weiß. Allerdings weiß ich, jetzt ist noch in der Beta. Und ja. Also, ich habe herausge also ich habe jetzt das Motorrad. Wir brauchen allerdings einen Holzboden. Ich kann euch das nur im Moment halt. Ich kann mal ganz kurz gucken, wo ist denn das Motorrad? Kann ich es euch zeigen? Da ist es. Hier. Dafür brauchen wir aber leider einen Holzboden und den haben wir nicht. Steht da unten auch Holzboden. So, und deswegen baue ich. Was da kommen? Ach, so gehen die Dächer. Ah, so, okay. Okay, warte nochmal, ganz kurz. Okay, da haben wir ein Dach. Das soll ja eigentlich so bleiben, aber er will das ja nicht. Weil dieses Dach, nee, das soll so bleiben. Was? Kann man das verbessern, den Boden? Ja, kann man. Nicht genug Material. Wie, ich habe keine Steine mehr. Also den Boden müssen wir verbessern, das ist schon mal klar. Aber ich habe doch genug Material. Steine habe ich mehr als genug. Wenn nicht, dann holen wir uns nochmal neue, ist ja kein Problem. Aber ich möchte jetzt genau wissen, ob ich einen Holzboden machen kann. Hier können wir upgraden. Dann machen wir hier nochmal ein Upgrade. Hier nochmal ein Upgrade. Da fehlt uns jetzt dann noch ein bisschen Material. Das ist aber nicht das Problem. Wir haben einen Holzboden. Können wir das Motorrad schon draufknallen? Nee, können wir nicht, oder? Wartet, Leute, wir gucken mal. Habe ich das noch in meinem... Ja, haben wir. Okay. Geht mal her. Geht das? So, ich muss das irgendwie sehen. So, dann zeig mal her hier, wo ist das Motorrad um? Ach ja, genau. So, bauen. Auf Holzboden platzieren. Hä? Ich hab doch jetzt ein. Eins. Und aus irgendeinem Grund. Warte mal. Okay. Okay, so sieht's schon aus. Also, wir haben jetzt einen Holzboden. Allerdings möchte das hier, möchte er den nicht platzieren, so wie ich es gern möchte. Wie man schon sieht. Also müssen wir noch mehr schuften. Ja, hier brauchen wir die hier. Also, wir brauchen, na gut. Dann holen wir uns jetzt erstmal mehr Bäume, bauen dann einen Holzboden. Dahin, dahin, dahin. Und dann dürfte das eigentlich auch schon reichen. Ja, eigentlich sollte es ja hier hin, weil, aber das ist jetzt ein bisschen dumm geworden. Aber na gut. Dann gehen wir mal woanders hin. Gehen wir mal zum Wald. Ja, wir laufen da jetzt mal hin, das ist jetzt nicht das Problem. Treten wir mal ein und holen uns ziemlich viel Baumstämme. Wir brauchen nämlich eine sehr, sehr, also wir brauchen sehr, sehr viele. Und ich habe nur noch 9 Leben, na super. Ich hoffe jetzt nur, ich habe einen Verbandkasten. Habe ich ihn mit? Oh, ich weiß eins, dass ich eins habe. Verbandkasten. Ja, ich habe eins mit, das ist sehr schön. Okay, dann nehmen wir nochmal. Okay, den brauchen wir jetzt nicht. Und Attacke? Ah ne, wir bauen erstmal das hier. Okay, jetzt Attacke! Bam, bam, bam. Mensch, hier über was? Könnten wir auch nochmal gebrauchen.
Der, na gut, Seil. Nehmen wir einfach mal mit. Das brauchen wir nicht. Das. Bam. So, ein paar Zombies töten. Dann kommen wir nämlich höheres Level. Das ist auch sehr gut. Mal wieder neu. Oh, und da haben wir schon den nächsten Gegner. Wir hauen den zu Brei. Oha. Viel Schaden geben wir nur dem Wolf. Ich glaube, die Leute, die Wölfe mögen, ich glaube, die hassen mich. Mit Sicherheit hassen die mich. Okay, was haben wir hier drin? Wir haben Kabel, das brauchen wir mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Steine haben wir. Na gut, das war's. Gesteine brauchen wir, das weiß ich. Genauso wie wir Holz brauchen. Das weiß ich auch. So, das dürfte erstmal an Stein reichen. Jetzt brauchen wir erstmal wieder mehr, etwas mehr Holz. Und diese komischen Bären. Und das Inventar ist voll. Na super. Oh oh. Leute, ich darf jetzt nicht sterben. Wir löschen einfach mal das hier. Löschen. Halt mal, wir haben hier noch Dosen, die können auch weg. So, gehen wir nochmal Verbandskasten da. Und das Werkzeug ist beschädigt, aber haben wir trotzdem noch. Oder haben wir auch nicht? Na, super. Oh, wir töten nur noch. Ah, hier sind noch welche, das ist sehr schön. Ich töte euch alle. Ich brauche Holz, damit ich einen Holzboden habe. Deswegen brauche ich Holz. Haben wir jetzt hier eigentlich Materialien? Weil wenn ja, dann macht er nämlich alles. Naja, jetzt nimmt er nur Mist mit. Nee, lass mal stecken. Da ist ein Zombie, den hauen wir mal kurz kaputt. Noch einer, den wir kurz kaputt hauen. Ist auch kein Problem. Also wir haben jetzt ziemlich viele Zombies. Fass mich nicht an. Und du, was willst du von mir? Und du, soll ich dir mit dem Hammer eine runterhauen, Digga? Okay, das macht nicht so viel Schaden. Das war jetzt so dumm von mir. Und Levelaufstieg. Verpiss dich, du blödes, besummendes Viech. Was auch immer du bist. Ah, hier sind zwei Kisten. Können wir durchsuchen. Vielleicht finden wir ja was Gutes. Schrauben, die brauchen wir ja. Oh, wir brauchen nicht alles. Da ist ein Zombie auf dem Weg zu mir. Den hauen wir kurz mal die rüber ein. Okay, also wir gehen auch gleich wieder so. Brauchen jetzt nicht allzu viel. Hier brauchen wir ein Beil oder wie man so nennt. Nein, nicht das, das. Ich nehme mich auch nochmal ein Heu. Ja. Wir brauchen für Bären brauchen wir einen Ball. Ball. Na gut. Noch mal kurz ein paar Bären mit und dann gehen wir mal wieder zurück. Okay, noch ein Holz brauchen wir. Okay, dann gehen wir mal zurück. Oh, hau doch ab, du blödes Fliegenvieh, Alter. So, auf dem Weg nach Hause. Und so lange, bis wir zu Hause sind, mache ich einen kleinen Cut. Okay, wir sind wieder zu Hause und ich muss sagen, ich bin langsam echt müde. Na gut. Ich muss ja auch um 4:20 Uhr wieder aufstehen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht wegen dem Holzboden. Aber was soll man machen?
Da teilen wir mal auf. Aufteilen. Ist ja egal. Also, wie können wir jetzt nochmal so einen Holzboden bauen? Wir müssen dahin und dann da. Das wollen wir upgraden. Da nochmal. Das können wir nicht upgraden. Aber ist ja egal. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt den. Hier ist mal. Ob wir jetzt das Motorrad da hinkriegen. Es klappt immer noch nicht. Verdammt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mache, dann sehe ich aber den Boden wieder. So ist das schon viel besser. Yep. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen warten. Wir brauchen nämlich. Ja, also wir brauchen 3 Bretter. Ich hoffe nur, das geht auch etwas schneller. Oh Mann. Also jetzt haben wir ein Steak, das ist doch sehr schön. Ja, hier, das, ja. Warte, aber warte mal, wenn ich da. Kann ich auch hier eigentlich? Ja. Weil dann können wir nämlich da noch einen Boden hinbauen. Dann sieht es nämlich schon viel, viel schöner aus. Kann man das ja auch Holzfußboden platzieren? Okay. Kann man. Das dauert aber leider noch ein bisschen. Dann gehen wir mal zu unserem anderen Haus. Mach schon. Bauen hier nochmal kurz was hin. Das war jetzt ein bisschen nur unregelmäßig, aber wir brauchen ja wohl noch eine Tür. Und ein Fenster. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns zuerst mal eine Tür. Packen die nach da. Also weiter nach da. Das sieht so schön aus. Und das war's. So, dann gehe ich mal gucken, ob ich vielleicht doch noch zufällig irgendwo Holzbretter habe, weil ich brauche unbedingt schnell welche. Na gut, hier habe ich wenigstens eine Waffe. Gerade auf, ich muss die woanders schützen, die Sachen. Wegen den anderen Mitspielern. Nur kann ich keine zweite Kiste bauen, oder? Sicher, ich habe gerade versucht, die Fliege zu töten, also jetzt nicht wundern. Boah, was hat die für Überlebensvermögen? Ganz ehrlich, Leute, ich möchte mal gerne wissen, was das mit dem Dings auf sich hat. Teilen wir mal kurz auf. Und zwar, die Platte können wir ja schon mal nehmen, möchte ich mal wissen,
Wie genau? Warte mal ganz kurz. Jetzt gucken wir mal hier kurz. Okay. Also, ich möchte mal wissen, wie. Na? Was Spezielles ist das gerade? Warte ganz kurz, Leute. Ich muss mal hier jetzt erstmal bauen. Das war die Kiste hier. Die packen wir nach. Da. Und da packen wir dann. Oh, diese Scheißfliege, ey. So, und die packen wieder ein paar andere Sachen rein, die wir halt gerade nicht brauchen. Weggehen wir ja erstmal nicht mehr. Aber ehrlich, Leute, ich bin. Oh, jetzt brauchst du noch mal was zu trinken, ey. So, was wir jetzt nächstes bauen, ist das hier. Nur fehlen mir noch ein paar davon. Dieses Lederdings, das ist Stoff. Kleine Stoffbahn kann mit anderen Kleidungsmaterialien vernäht werden. Und das brauchen wir im Altmetall. Altmetall dürfte ich aber noch in irgendeiner Kiste haben. Oder auch nicht. Warte mal, irgendwas kommen wir von dem Klebeband. Nehmen wir auch mal mit. Handy. Möchte ich auch mal wissen, was sich damit auf sich hat. Und diese komische Uhr. Zeig mal. Teure Uhren. Früher als Statussymbol, heute ein Lieferant für Ersatzteile. Okay, das ist sehr gut. Und das Handy schien einst unersetzlich, heute ein Elektroniklabor zu zerlegen. Elektroniklabor? Oh, jetzt hast du auch noch Hunger. Ey, Mann. So, bitteschön, hast ein saftiges Steak jetzt. Verband, das brauchen wir ja nicht. Aber irgendwas konnte man noch bauen. Das brauchte ich. Ja, das hier brauche ich. Genau, da fehlt uns aber noch Eisen. Ein Kabel habe ich ja auch noch. Aha, das hier. Fehlt uns aber auch noch ein bisschen Holz. Okay, packen wir mal das Handy wieder zurück. So, packen wir hier das restliche Holz hin. Tesaband packen wir auch mal zurück. Was auch immer, was das sein soll. Klebeband. So, dann nehmen wir mal ein paar Waffen mit. Haben wir. Okay, zwei Sachen muss ich nochmal hier lassen, falls ich nämlich sterbe. Und zwar das Motorrad. Okay, eigentlich drei Sachen. Okay, sagen wir mal fünf Sachen. So, das dürfte erstmal reichen. So, jetzt gehen wir mal wieder weg. Ganz kurz mal beim Auto die Sachen nehmen und dann auch wegpacken. Wegen den anderen Mitspielern. Können sie, wie gesagt, können sie nämlich klauen. Oh, freue ich mich schon, das Motorrad aufzubauen, ey. Aber dafür brauche ich erstmal einen zweiten Holzboden. Aber ihr habt gerade gesehen, Leute, es war kein Scherz oder gelogen. Ich habe ein Motorrad. Okay, also jede dritte Minute kriege ich so ein Holzding. Haben wir sogar schon wieder eins. Das heißt, damit haben wir schon mal vier. Eins brauchen wir noch. Da können wir schon den nächsten Boden machen. Und dann auch schon das Motorrad aufbauen. So, das ist doch sehr schön. So, kurz, ich bin gerade zum Teil noch am Laptop. Hab mich gerade ein paar Informationen über dieses Spiel hier gesucht, was man zum Beispiel mit dem Handy machen kann und so, habe ich leider nichts gefunden. Rezepte möchte ich mal wissen. Und jetzt haben wir schon. Okay. Was mich jetzt allerdings mal interessieren würde, kann man eigentlich auch die Wände
Verbessern. Sieht da, oh, da steht ein Zombie. Töten wir mal. Okay, tschüss. Oh ne, der greift ja hier dann auch an mit Sicherheit. Barmann, Barmann, Barmann. Wusste ich doch, wir sind immer noch nicht sicher von dem Dingern. Okay, hier haben wir. Das dauert noch 2 Minuten. Die können wir hier auch warten. Kann ich mal kurz. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich kurz das andere Haus noch zu Ende bauen mit der Aufteilung? Aufteilen. Okay, hier brauchen wir. Okay, das war jetzt blöd von mir, aber egal. Also 4 Minuten dauert das jetzt noch. In der Zeit machen wir unser Haus fertig. Das dürfte reichen, nämlich. Okay, also ich habe gesagt, ich möchte gerne noch ein Fenster haben. Das werden wir jetzt nämlich auch machen. Hier kommen 2 Fenster hin und schon haben wir dieses Haus hier fertig gebaut. Es ist zwar nur klein, aber es dürfte erstmal reichen. Auch wenn ich eigentlich löschen, bestätigen, Gegenstand wirklich löschen. Wieso? Es muss ja weg. Aber dann, ach, lassen wir es. Oh, jetzt ist die Scheißfliege schon wieder hier. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört. Okay, ich steck mal kurz mein Handy von der Ladestation weg. Mit 50% muss ich hier jetzt noch weiterkommen. Okay, das Ganze ist jetzt fertig in ein paar Minuten. Und zwar genau in 3. Okay, jetzt habe ich die endlich. Oder? Ja, Leute. Die Fliege ist endlich tot. Ist eine grüne. Ich hasse diese Viecher. Okay, also was sollen wir diese Minuten machen? Ich könnte mal gucken, was ich alles brauche. Was brauche ich hierfür? Okay, Kabel wollte ich gucken, ob ich das noch habe. Nein. Nein, ah, den wollte ich nochmal testen. Das brauchen wir für mehr Holz. Okay, da brauche ich auch nicht. Und das heißt, wir haben keine Kabel mehr. Das ist jetzt shit. Aber jetzt muss, das müssen wir ja noch lernen und das müssen wir noch lernen. Genau. Aber das brauchen wir erstmal alles nicht. Wir brauchen den CB-Funk. Der ist viel wichtiger. Warte mal, apropos wichtiger, können wir nicht Eisen einschmelzen? Also eigentlich nicht. Fehlt uns nämlich noch Brennstoff. Das heißt, wenn das hier fertig ist, brauchen wir das noch ein bisschen davon. Weil erstmal brauche ich das ja nicht mehr. Obwohl, gucken wir mal ganz kurz die Uhr an. Damit können wir aber nichts anfangen. Nee. Mit dem Handy können wir das nutzen? Nein. Na gut. Das werden wir ja noch alles herausfinden. Also hier ist jetzt mein Eisen drin. Hier müssen wir nochmal warten, bis es fertig ist. Und zwar in ein paar Sekunden. Dazu könnte ich theoretisch hier was anpflanzen. Wartet mal. Gucken, ob das geht. Also ob ich noch was anpflanzen kann. Muss dann mit dem Kram hier gehen. Okay, es klappt doch nicht. Na dann.
Okay, Leute. Brennstoff brauche ich noch, warte mal. Teilen wir einfach mal auf. Komm. So, zwei nehmen wir davon noch. Hier packen wir dann nochmal die drei rein. So, jetzt haben wir alles aufgebraucht. Ich hoffe nur, das reicht jetzt auch für unser Motorrad. Okay, dann nehmen wir mal das hier. Und das hier. Und das hier. Okay, Leute. Jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich mit unserem Motorrad klappt. Oder nicht. Also wir packen das hier mal hin, dass wir hier weiterbauen. Genau hier tun upgraden. Habe ich jetzt gemacht. Okay, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt mit dem Motorrad klappt oder nicht. Nein, es klappt immer noch nicht. Genau hier muss noch was hin. Genau hier. Das heißt, ich musste weiter nach oben, da und dann da. Also da, genau so muss es. Das heißt, es fehlt noch ein Boden. Okay, dieses 5 müssen wir noch hinkriegen. Gib mal her hier. Gib mal her hier. Ja, mein Holz, hallo. Ja, ist mir gerade egal, ob du Durst hast oder nicht. Jetzt ist es wichtig, dass wir erstmal was essen. Ganz kurz. Obwohl der Durst, das ist jetzt scheiße. Aber wir brauchen gerade so viel Holz und so ein Kram. Ey, das geht alles gar nicht mehr. Und dann noch die Scheiße, dass der Typ hier noch Durst hat und wir ihm nichts geben können. Und Hunger hat er ja auch noch. Jetzt hat er überhaupt nichts mehr. Wir brauchen direkt 5. Also, wir gehen jetzt einfach mal zurück zum anderen Dorf und holen uns erstmal mehr Baumstämme. Nur das ist jetzt erstmal wichtiger. Ich glaube, das dürfte jetzt das längste Video von dem sein. Also von mir jetzt auf dem Kanal, jetzt von dem hier. Jetzt das Video. Okay, also da waren wir schon mal. Eigentlich möchte ich mal dahin, wo er noch nicht war. Wartet mal. Hier waren wir noch nicht, aber das haben wir auch, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Nein. Da dürfen wir nicht in das Sperrgebiet. Hier ist irgendwas Spezielles, aber Transportmöglichkeit ist hier benötigt. Wachturmsuche zum. Okay. Ja, aber sonst haben wir nichts. Ein Zufallsevent vielleicht? Nein. Ja, am liebsten würde ich jetzt eigentlich wieder zurück nach da. Nur da waren wir ja schon. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach da. Sind wir auch nicht so weit von zu Hause entfernt. Okay, dann mache ich wieder einen kleinen Cut. Okay, wir sind jetzt da und ich habe gerade geguckt nach meinen Mäusen, weil während der da gelaufen ist, habe ich gerade geguckt, was die machen und da ist tatsächlich eine Schwangere, also das ist kein Scherz, Leute. Ich habe tatsächlich eine schwangere Frau, genau, schwangere Maus da und das macht mich zu übelst glücklich, weil das ist ja das, was ich schon immer wollte. Also mal gucken, wie so eine schwangere Maus halt, ne? Mit sich umgeht und so ein Kram, wie die das machen. Ich hatte schon mal eine schwangere Maus, nur die ist leider dran verstorben. Okay, ein paar Steine mal holen. Jemand ist in der Nähe. Ja, wenn jemand in der Nähe ist, ist ja schön, oder nicht? Oh.
Oha, okay, kurz rausgehen. Einen Wolf kurz totschlagen. Den hier kurz totschlagen. Bam. Okay, jetzt müssen wir gleich unsere Sachen aufbauen. Sonst sind wir nämlich. Okay, wir sind gleich tot. Ach du Schitte, ey. Muss ich. Ah, nee, ich kann hier ja nicht in den Rucksack, oder? Da müsste nämlich. Ah, nee, da ist nichts mehr drin, was uns heilen kann. Oh, oh. Ach, egal, wir haben eh schon das, was ich wollte. Also, ich habe jetzt nachgerechnet. Wir gehen jetzt 12 Minuten wieder nach Hause. Da haben wir alle 5 Sachen. So, also ich mache jetzt aber gerade noch keinen Cut, weil ich nämlich noch gucken musste, was ich noch alles brauche. Ich brauche den Regenfänger, dafür brauchen wir das. So, das könnten wir da hinten finden, hier. Weil den Regenfänger, der gibt uns Wasser und das ist das, was wir aber unbedingt brauchen. Ja. Ja, dann müsste ich gleich wieder cutten, weil ihr seht, ich habe nicht viel Energie meine ich. Und ja, aber nachkommen machen, weil wir sehen uns gleich wieder. Tut mir leid, dass ich immer am Cutten bin. Okay, wir sind jetzt endlich zu Hause angekommen und jetzt kommt der Höhepunkt. Wir haben nur noch 9, 8 Leben. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber ja, ich habe nachgerechnet, wir müssten jetzt genau 4 Stück, also 4 von diesem Dings haben. Genau. So, einen packen wir nochmal rein, teilen wir mal kurz auf, nochmal aufteilen. So, wir brauchen nämlich nur einen. Packen wir mal zurück. Und ich habe noch was Neues herausgefunden, Leute. Und zwar brauche ich mal das, also Holzboden brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Und zwar brauche ich jetzt hier mal kurz Brennstoff. Mir ist nämlich eingefallen. Ich werde jetzt mal kurz den Eisenbahn da wegnehmen. So, nehmen wir kurz den nach da. Und zwar haben wir hier Altmetall. Das können wir hier auch einschmelzen. Davon kriegen wir auch Eisenbahn. Natürlich nehmen wir jetzt nicht alles, ganz kurz aufteilen. 6 reichen vollkommen aus. So, jetzt müssen wir nur noch 3 Minuten warten. Dann können wir endlich das Motorrad hier hinbauen. Oh, jetzt hast du auch noch Durst, ey. Super, ich habe aber nichts mehr für dich zu trinken. Musst du das hier nehmen? Mehr habe ich leider nicht. Karotten habe ich auch noch, fällt mir gerade ein. Stimmt, und stimmt. Das heißt, wir brauchen noch mal was. Okay, hier nehmen wir nichts raus. Wir nehmen hier einfach mal was raus. Ist jetzt egal. Zu aufteilen, aufteilen. Nochmal aufteilen. Nochmal kommen. So, noch ist es nicht aus. Noch reicht es. Das packen wir mal nach da, bis es aus ist. So, dann machen wir das nach da und dann haben wir auch schon bald eine Eisenbahn. Den Eisenbahn packen wir dann ja, halt in der Kiste. So, das nehmen wir mal schon mal nach da, genau wie den Reifen. Das hier gehört irgendwie nach da, aber das finden wir ja noch irgendwie. Kriegen wir noch irgendwie hin. Okay, es sind nur noch 2 Minuten fast, die wir warten müssen. Boah, Leute, ich bin schon wieder Durst. Können wir kurz aufteilen, packen da 6 hin, packen da nochmal was hin. Dann nimmst du halt hier von der Karotte den Rest, ne? Ich hoffe nur, es hat jetzt was gebracht. Ja, hat es. Okay, es sind nur noch 50 Sekunden, Leute. Dann haben wir es endlich geschafft. Oh, bin ich aufgeregt, ey. Okay, ich kann mal kurz gucken, ob alles aus dem Truck weg ist.
Ja, das ist sehr gut. Okay, dann gehen wir mal kurz hier hin. Kiste gucken. Also wir haben Gold, Bahn und so ein Kram. Ich brauche unbedingt. Brauche ich das hier? Ne, das hier. Bei mir fehlt das in der Mitte. Das ist. Was ist das überhaupt? Stoff. Mir fehlt Stoff. Ich habe leider keinen Stoff und Schnaps. Okay, dann haben wir. Oh, wir haben es, Leute. Ich habe vorhin auch gesehen, das wird passen. Ich darf jetzt keinen Fehler machen mit dem. Jetzt halt nicht. Ich habe keine Steine mehr. Na super, ey. Na toll. Oh, Glück gehabt. Puh, okay. Okay. Okay, verbessern. Erstmal alles Unwichtige jetzt wieder zurückpacken. Und jetzt kommt das Motorrad. Und mein Handy lädt wieder irgendwie. Ja gut. Okay. Komm. Bitte verarsch mich jetzt nicht. Ich habe es eben getestet. Es muss gehen. Es geht, Leute. Wir haben das Motorrad. Wir brauchen aber noch einen Reifen. Wir haben nur einen. Boah, was hier einfach nur alles fehlt, ey. Okay, alles, was. Also, ihr habt jetzt gesehen, was wir noch alles brauchen. Und ja. Ey, aber Leute, wir haben endlich das Motorrad fertig. Was gibt's da zu heulen? Also, wir haben es eigentlich aufgebaut. Fertig haben wir es logischerweise noch nicht. Aber das ist doch egal. Aber das brauchen wir auch noch. Unversichtbar Bestandteil vom Baumbau von Fahrzeugen. Okay. Oh, tschüss. Oh, das ist schon wieder ein Zombie. Oh, Leute, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt kommen wir hier nämlich nicht mehr weg. Den Zombie können wir auch nicht töten. Na, scheiße. Umbauen kann ich nicht mehr, ne? Oder? Kann ich noch umbauen? Ich kann die Tür höchstens wegmachen. Das hat jetzt mal nichts gebracht. Müssen wir das hier noch irgendwie kaputt kriegen? Ja, ich muss nämlich hier irgendwie raus. Dann machen wir hier die Tür hin. Oh shit, Leute. Jetzt dürfen wir schon wieder los und uns Holz holen. Na, supi. Oh, das ist gerade so blöd. Hat er wenigstens Stoff? Ja, hat er. Das ist sehr schön. Okay, warte mal. Was brauchten wir nochmal dafür? Brauchen drei Stoff. Das haben wir und okay. So, dann packen wir erstmal hier einfach das Wichtigste rein, was wir brauchen. Weil ich weiß nicht, ob wir leben werden, ob wir sterben werden, oder was weiß ich, was wir werden. Okay. Oh, jetzt hat er auch schon wieder Durst, Mann, ey, du Lappen. Okay, also ich habe jetzt ein besseres Problem, und zwar habe ich hier aus Versehen alles weggebaut. Oh Mann, dass man hier auch vor allem nichts verschieben kann, nervt gerade. Okay, also ich. Okay, Leute, ich gehe jetzt erstmal auf einen anderen Weg. Ja, also ich gehe jetzt erstmal zurück zu einem Wald, hol mir ein bisschen Holz.
Und wir haben das Motorrad aufgebaut, wir müssen das jetzt noch fertig bauen. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.